Ich habe die vier verbliebenen Spiele mit Michael Bulli Herbig rausgekramt, irgendwie zum Laufen bekommen und mir mal angeschaut, wofür Herr Herbig so sein Gesicht und seine Stimme hergegeben hat. Lasst mich euch berichten, was ich so gefunden habe. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Erstmal vorneweg, ich mag Michael Bulli Herbig und seine Comedy wirklich gerne. Ich habe meine Position zu Political Correctness und Diskriminierung schon in meinem Traumschiff Periode 1 Video kundgetan, aber trotzdem noch einmal für alle, für die dieses Video das erste von mir ist. Von der heutigen Perspektive aus sind viele Witze und Themen aus der Bulli-Parade und den Ablegern einfach nicht mehr zeitgemäß und für viele Betroffene sogar kränkend. Aber ich finde auch, dass der Schuh des Manitou, Traumschiff Periode 1 und die komplette Bulli-Parade zur Zeit ihres Erscheinens zumindest unterhaltsame Werke waren, die teilweise einen sehr guten, wenn auch sehr random Humor an den Tag gelegt haben, der einfach seiner Zeit voraus war. Was mir nur persönlich sauer aufstößt, ist, dass Bulli die Kritik an seinen Werken heute eher abtut und sich der Sache nicht wirklich annimmt. Und ich bin nicht hier, um diese Thematik zu behandeln oder Vorwürfe gegen Bulli und sein Team zu erheben. Ich bin hier, um mir anzuschauen, was da so in Videospielform verzapft wurde und ob diese Spiele den Test der Zeit bestehen können. Spoiler, wer mein Traumschiff-Video gesehen hat, hat vielleicht schon eine Vermutung, wie die Antwort auf diese Frage lauten könnte. Gehen wir am besten chronologisch vor, auch wenn Entwickler und Publisher immer mal wieder verschieden sind. Der Schuh des Manitou, das Computerspiel zum Film. Okay, neben Traumschiff sicherlich der Film, der aus heutiger Perspektive die meiste Kritik geerntet hat. Ich war relativ jung, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte und hatte quasi keinen Bezug zu Karl-May-Büchern oder Winnetou-Filmen, abgesehen von irgendwelchen popkulturellen Referenzen in Comedy-Shows. Der Schuh des Manitou lief bei mir, auch aufgrund des Songs aus der Super Perforator-Werbung, zeitweise in Dauerschleife. Habt ihr noch einen letzten Wunsch? Ja, das Lied aus der Super Perforator-Werbung. Mal schauen, was Soft Enterprises da 2001 draus gemacht hat. Und einmal kurz zur Einordnung, 2001 erschienen auch Spiele wie Halo, GTA 3, Max Payne oder Tony Hawk's Pro Skater 3. Mal gucken, was die Box uns so verspricht. Der Schuh des Manitou, das Computerspiel zum Film, Hilfe, die Shoshonen kommen. Genau das ist das Problem von Abahachi und seinem Blutsbruder Ranger. Gelingt es den beiden Helden aus dem Kinofilm und der beliebten TV-Serie Bully Parade, ihre Freunde in diesem 3D-Fun-Game für deinen PC von den Marterpfählen der Shoshonen zu befreien? Wird sie der böse Santa Maria mit Hilfe der Shoshonen aufhalten? Können die witzigen Sprüche aus dem Film den Indianern wirklich Angst machen? Du hast es in der Hand. Hilf den Blutsbrüdern, ihre Freunde zu befreien. Inhalt dieser CD-ROM? Das offizielle PC-Spiel komplett in 3D mit allen lustigen Sprüchen, Charakteren und Sounds aus dem Film, inklusive Internet-Weltranglisten-Funktion. Original-Film-Trailer. Verschiedene Bildschirmschoner basierend auf dem Film. Die besten Sprüche aus dem Film als Programm für die F-Tasten auf deiner Tastatur. Was damit gemeint ist, ist, es gibt im Menü quasi eine kleine Anwendung, wo dann die F-Tasten anfangen, irgendwelche Sounds abzuspielen. Hat bei mir so semi-gut funktioniert und ist jetzt auch nicht so richtig ein Verkaufsargument. Anders als das offizielle PC-Spiel komplett in 3D. Okay, jetzt müssen wir das Spiel starten. Und mit für meine Verhältnisse wenig Startschwierigkeiten habe ich es sogar hinbekommen, das Spiel zum Laufen zu bringen. Okay, ich will ehrlich sein. Ich hatte ein bisschen vergessen, wie PC-Gaming früher war. Hässliche Menüs, die über die Pfeiltasten navigiert werden, DirectX installieren und Videoclips und Trailer, um leeren CD-Speicher zu füllen. Naja, da schauen wir mal drüber hinweg als Beispiel aus der Zeit. Wir starten das Spiel erstmal auf mittlerer Schwierigkeit. Okay, Charakterauswahl. Spielen wir als Abahachi. Ach so, das ist also mit komplett in 3D gemeint. Wahnsinn. Jeder Charakter auf dem Bildschirm besteht aus zwei schlecht gecroppten Bitmaps für die Arme, zwei für die Hände, zwei für die Beine, einem Torso und einem Kopf. 3D. Zumindest Kopf und Torso haben noch extra Sprites für die Rückseite der Charaktere. Dafür sind die Hintergründe auch nicht 3D. Also zumindest die meisten Sachen nicht. Die Marterpfähle sehen ganz nett aus, aber eben nicht dreidimensional. Ich lasse mir erzählen, dass das Skelett und der Sombrero und die Kakteen irgendwie 3D sind, aber ihr wisst, was ich meine. Als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe, habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, was die Aufgabe eigentlich ist. Fairnesshalber wird es im beigelegten Infozettel erklärt. Schuh des Manitou ist ein Fun-Action-Spiel in 3D. Lüge. Sie müssen mit Abahachi oder Ranger deren Freunde vom Marterpfahl befreien. Um ihre Freunde zu befreien, müssen sie so lange am Seil des Marterpfahls ziehen, bis sie komplett ausgewickelt sind. Gegen die Schurken verteidigen sie sich mit einem flotten Schuss aus der Hüfte oder einem präzisen Wurf mit ihrer Axt, je nach ausgewählten Charakter.
Viel Glück. Okay, also. Unten rechts sind unsere Leben, oben rechts unser Zeitlimit, oben links unser Score, unten links das aktuelle Level und vor uns unsere Freunde, die wir befreien müssen. Wir bewegen uns nach links und rechts von Lane zu Lane und auf jeder Lane befindet sich ein Marterpfahl mit einem festgebundenen Freund, den wir mittels telekinetischer Fähigkeiten von ihrem Seil befreien müssen. Unser Leben wird durch verschiedene Gegnertypen erschwert, die auf uns schießen, uns mit Felsbrocken bewerfen oder selbst an dem Seil ziehen. Außerdem gibt es auch noch aggressive Klappstühle, die auf uns zustürmen, wilde Kojoten, die Seile zerbeißen und... nee, das war's. Wir verteidigen uns gegen die Angreifer mittels des flotten Schusses aus der Hüfte oder dem Werfen unserer Axt. Es ist kein Problem, wenn wir statt der Gegner unsere festgebundenen Freunde treffen. Manche Banditen stellen definitiv eine größere Herausforderung dar als andere. So hüpft Santa Maria beispielsweise recht unvorhersehbar umher und kann in schneller Folge mehrere Projektile auf uns schießen. Alle 5 Level werden wir mit einer neuen Umgebung belohnt. Also zumindest zweimal stimmt das, ab Level 16 wiederholen sich die Hintergründe wieder. Und immer mal wieder wird die Anzahl unserer Freunde, die wir retten müssen, erhöht bis zu einem Maximum von 6. Und mehr gibt es nicht zu erzählen. Keine weiteren Charaktere oder sonstige Unlockables, keine weiteren Spielmodi jenseits der 3 Schwierigkeitsgrade und keine Bosse. Nichts. Nur die immer wieder selben Voice-Clips mit Sprüchen aus dem Film und dieselben langweiligen Musiktracks. Ah, verdammt, und ich hatte mir wirklich das Lied aus der Super Perforator-Werbung gewünscht. Laut PC Games Artikel war der UVP von diesem Spiel 30 D-Mark. Das sind, laut dieser Website, unter Berücksichtigung der Inflation heute etwa 22 Euro. Davon könnte man sich auch Cassette Beasts kaufen. Oder 11-mal Froggy. Und man könnte davon auch heute noch Easy Tony Hawk's Pro Skater 3 kaufen. Komplett irre. In dem PC Games Artikel ist auch die Rede davon, dass das Spiel nur 4 Wochen Entwicklungszeit hatte. Und dafür ist es vermutlich okay. Aber wenn einem wirklich 30 D-Mark aus dem Rücken geschnitten werden und man dann sowas bekommt, da hat man sich auch 2001 schon betrogen gefühlt. Mal wieder keine Glanzstunde der Videospielgeschichte. Wusstet ihr eigentlich, dass Michael Bulli Herbig 2008 auch mal gegen Bulli die Ehrenrunde geklagt hat? Ich bis vor kurzem auch nicht. Also für die, die es nicht kennen, Bulli die Ehrenrunde ist quasi sowas wie GTA in einer Schule. Michael Bulli Herbig wollte seinen Namen nicht mit einem Gewaltspiel in Verbindung gebracht haben. Und die Klage wurde natürlich abgewiesen, mit der Begründung, dass Bulli gerade auch im deutschsprachigen Raum auch andere Sachen bedeuten kann. Damit kann zum Beispiel auch ein Hund gemeint sein oder ein Auto. Ich weiß auch nicht wirklich, was er sich davon versprochen hat. Wenn ihr übrigens weitere Infos zu alten, obskuren Spielen von mir hören möchtet, könntet ihr gerne diesen Kanal hier kostenfrei abonnieren. Oder mir auch gerne ein Like oder Kommentar dalassen. Oder alles davon. Huibu, das Schlossgespenst, spuken bis die Zähne klappern. Huibu ist laut Verpackung ein witziges und kniffliges Spuken-Run-Game. Und eigentlich sehen die Screenshots und Artwork schon mal ganz vielversprechend aus. Also wenn man ganz kurz vergisst, dass 2006 auch Elder Scrolls Oblivion oder Zelda Twilight Princess rausgekommen sind. Okay, wie immer. Optik ist nicht alles und ein 2D-Spiel könnte im Vergleich zu einem 5 Jahre früher erschienenen Spiel komplett in 3D, ja zumindest gameplay-technisch, ein bisschen kompetenter sein. Und vielleicht gab es diesmal auch etwas mehr als 4 Wochen Entwicklungszeit. Publisher ist übrigens Tivola und Entwickler Kritzelkratz 3000 und zumindest die Entwickler haben nicht versucht, auf ihrer offiziellen Homepage die Erinnerung an dieses Spiel komplett auszulöschen. Anders als Tivola. Nach den üblichen Problemen, wenn es darum geht, alte Software auf neue Hardware zum Laufen zu bekommen, starten wir das Spiel. Huibu, das Schlossgespenst. Spuken, bis die Zähne klappern. Huibu! Okay, erstmal ein nettes Menü, leider ohne die Option, die Auflösung oder die Darstellung im Vollbild- oder Fenstermodus anzupassen, aber es funktioniert und sieht okay aus. Außerdem kann man immerhin die Lautstärke für Musik, Sounds und Sprache einzeln anpassen. Worüber man sich so freuen muss. Es gibt auch 8 Seiten mit Spielregeln. Immer super, wenn man erstmal ein halbes Buch lesen muss, um ein Spiel für Kinder zu spielen. Da haben die Kids Bock drauf. Lesen. Wie auch immer, anscheinend gilt es, umherzulaufen und Handwerker zu verscheuchen, indem wir uns in eine kopflose Version von uns selbst verwandeln, was wir aber nur tun können, wenn wir vorher Rasselketten eingesammelt haben. Um jemanden zu erschrecken, müssen wir einmal die Leertaste drücken, um uns zu verwandeln 5-mal. Es gibt ein Schlüssel-Power-Up, mit dem wir uns verstecken können und Blaubeersuppe, die uns zeitweise unverwundbar macht. Gefahren sind die Geisterjäger und die Gräfin.
Okay, das ist alles sehr theoretisch. Schauen wir doch einfach mal, wie es sich spielt. Und beim Start bekommen wir über 3,5 Minuten Videosequenz als Intro mit Szenen aus dem Film und einem Voice-Over. Immerhin scheint es nicht der Originalton aus dem Film zu sein. Insofern hat man sich da zumindest in irgendeiner Art und Weise extra Mühe gegeben. Huibu, musst du mich immer unterbrechen? Du bringst mich ganz durcheinander. Entschuldigung, ich darf doch noch sagen, dass... Wo waren wir? Ach ja. Huibu ist ein Gespenst. Ich fasse es mal kurz zusammen. Huibu war mal ein Ritter und fand seinen Tod in einem Blitzschlag, der ihn ereilte, als er beim Kartenspiel betrogen hatte. Lange lag das Schloss Burgegg, das er heimsucht, brach, jetzt hat sich aber ein rechtmäßiger Erbe gefunden, der leider auch die böse Gräfin Etepetete dabei hat. Sie will das Schloss renovieren und darin heiraten, weswegen sie eine Menge Handwerker dorthin zitiert hat. Nun ist es an Huibu, sie allesamt zu vertreiben, gemeinsam mit seinem Vertrauten, dem alten Kastellan, also dem Verwalter der Burg. Es geht also auch in etwa 30 Sekunden. Okay. Level 1 oder Geisterstunde 1 ist so basic, wie es sein kann. Es gilt, eine Leiter zu erklimmen, Ketten einzusammeln und einen einzigen Handwerker zu vertreiben. Ein langsamer Start also, um die Spielmechaniken zu präsentieren. Cool. Was man übrigens nicht tun kann, ist springen. Schließlich handelt es sich um einen Spuk and Run und nicht um einen Jump and Run, wie Joachim auf Amazon behauptet. Ist vermutlich eine von diesen gekauften Produktrezensionen, von denen man so viel hört. Nach Level 1, in dem wir nicht viel mehr machen, als eine Leiter zu erklimmen und jemanden erschrecken, folgt Level 2. Und Level 2 hat quasi alle weiteren Spielmechaniken, die das Spiel zu bieten hat. Schießende Geisterjäger, unverwundbar machende Blaubeer-Butler und noch mehr erklimmbare Leitern und standfeste Plattformen. Die Geisterjäger schießen mit irgendeinem Blubbel auf uns, der uns paralysiert, und lassen uns bei Kontakt ein Leben verlieren. Wenn wir aber schnell und häufig genug die Leertaste drücken, können wir uns aus der Lähmung der Schüsse befreien. Besser wird es nicht. Im nächsten Level werden wir dann mit der letzten ausstehenden Mechanik konfrontiert. Portale. Portale, deren Sinn sich mir nicht wirklich erschließt. Sie teleportieren uns nur zu einem anderen Spielabschnitt, in dem dieselben zwei Geisterjäger umherstreifen und noch ein paar weitere Handwerker beschäftigt sind. Die Münzen sind übrigens zum Abschluss eines Levels nicht erforderlich, sie haben nur Einfluss auf den Score. Nach Level 4 kommen wir zu einem Bosskampf gegen die Gräfin. Abgesehen davon, dass ich im ersten Versuch direkt mein letztes Leben verloren habe und im zweiten Anlauf mit einem Bug konfrontiert wurde, ist der Bosskampf eine okaye Abwechslung. Viel mehr gibt es nicht zu berichten. In den späteren Leveln spuken wir schon mal über steinerne Plattformen oder erschrecken bohrende Handwerker, die auch nicht viel mehr Sinn ergeben als die, die mit einer Farbwalze über den Boden pinseln. Die Level werden schnell riesig und dauern wirklich lange. Nach einem Bosskampf kann man aus dem Hauptmenü auf einzelne Level zugreifen, die man bereits freigespielt hat. Insgesamt ist Huibu, spuken bis die Zähne klappern, ganz in Ordnung. Ich habe den Entwicklern bei Kritzelkratz 3000 mal eine E-Mail geschrieben, ob sie sich vielleicht noch erinnern können, wie die Entwicklung von Huibu so lief. Und was soll ich sagen? Ich habe eine Antwort bekommen. Und ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, da Kritzelkratz 3000 zu Gridcell Software Designs wurde, die quasi Softwarelösungen für so Unternehmen wie Audi und sowas anbieten. Ein Entwickler hat mir geschrieben, dass er nur positive Erinnerungen an die Entwicklung und die Kooperation mit Tivola hat. Und dass es sogar ein Treffen mit Bully gab, das ganz gut war. Zu Zeitdruck und Finanzen hat er sich verständlicherweise 17 Jahre später nicht mehr geäußert. Aber ich habe eine Antwort bekommen. Kritzelkratz 3000 hat übrigens auch das relativ beliebte Das Geheimnis der Happy Hippo Insel entwickelt. Ich kann nur vermuten, dass Ferrero da vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat als Bully oder wer auch immer dieses Spiel in Auftrag gegeben hatte. Ich könnte jetzt was Gemeines sagen, wie Huibu ist vermutlich ein pädagogisches Spiel, weil kein Kind jemals wieder ein Computerspiel anfassen wird, wenn das erste Computerspiel war, was er oder sie gespielt hat. Aber das wäre ein bisschen zu hart, denn Huibu ist wirklich in Ordnung. Ja, es gibt Bugs und ja, die Hitboxen sind meiner Meinung nach viel zu groß und nach einer Zeit wird es dann doch etwas eintönig. Aber immerhin ist es ein funktionierendes Videospiel. Lissy, der Kaiserschmarrn zum Film. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber Lissy ist vermutlich das verrückteste Spiel, was ich heute präsentieren möchte. Wo fange ich am besten an? Es wurde etwa ein Jahr nach Huibu von Tivola gepublished und wieder von Kritzelkratz 3000 entwickelt. Die Box verspricht uns über 29 Mini-Mini-Spiele, die Originalstimmen aus dem Film und... naja, also viel mehr wird uns auch nicht versprochen. Und die Screenshots sehen nach einer anständigen 3D-Grafik aus. Was Mini-Mini-Spiele sein sollen, werden wir wohl noch herausfinden, aber starten wir einfach das Spiel. Okay, wow. Wir werden von dem untergebenen Falthauser begrüßt, der auch ein wiederkehrender Charakter in der Bully-Parade ist und seinen Weg in den Lissy-Film gefunden hat. Etwas langwierig kriegen wir über 90 Sekunden den Prolog von ihm vorgetragen. Falthauser, grüß Gott!
Hier könnte Ihr Name stehen. Präsenz. Incorporation. Wiss. Herbst. Überspringen mittels Escape ist zwar eine Option, dann bekommen wir aber Streptokokken an den Hals gewünscht. Achtung, Achtung! Abbrechen verboten! Zuwiderhandlungen werden mit Streptokokken nicht unter 10 Jahren bestraft. Anschließend finden wir uns in einem Menü wieder, das in sich schon extrem lustig ist. Statt Spielen gibt es die Option Los Feds, statt der Highscore-Liste die Pöbellisten und insgesamt 4 Möglichkeiten, das Spiel zu verlassen. Zurück zu Windows, Spiel verlassen, Spiel Justament verlassen und Babachi. Außerdem können wir zum Hauptmenü. Kargöse Wahl! Als Hauptmenü empfehle ich heute gehutzelte Zipepensuppe mit desaströsem Daci, rote Plunze an panierten Promenaden-Souvlaki und als Schmankerl frische Riebissel-Fregatten an skandalösen Hosenstübern. Der Gag hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und genauso die Möglichkeit, über Kapelle, Uftata, Uftata, Zack, Boin und bla 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 einzustellen. Achso, und zurück zu Windows macht eigentlich das. Windows! Zwar keine 98, aber dafür 2 gar besonders prächtige Exemplare. Es ist so dumm und frech. Ich liebe es. Und ab hier wird es nur bescheuerter, also würde ich sagen, Los Feds. Okay, wie viele Spieler? Naja. Alanik. Namen eingeben. Atlas. Herzlich willkommen, Gertrud. Hammer. Ab hier geht es dann leider ein wenig bergab. Lasst es mich kurz erklären, weil ich befürchte, dass das Videomaterial aus dem Gameplay nicht besonders selbsterklärend ist. Lissy, der Kaiserschmarrn zum Film, ist eine schnelllebige, kurze Minispielsammlung, der immer eine kurze Erklärung vorgestellt wird. Ähnlich wie WarioWare. Irgendwie komplett wahnsinnig, aber auch irgendwie total passend. Gerade die Sissy-Bully-Parade-Sketche haben stark von schnellen Dialogen zwischen dem Kaiser, der Kaiserin und dem Feldmarschall gelebt. Und das alles eben in herrlich lächerlichem österreichischen Dialekt. Das Ziel ist, möglichst viele Punkte oder eben Schilling zu gewinnen. Jedes Spiel ist an einen Timer geknüpft und erfordert eine schnelle Reaktion. Und nach 3 gescheiterten Mini-Mini-Spielen ist man Game Over. Als ich das Spiel gestartet habe, hatte ich eher darauf spekuliert, dass es sich wieder um eine Point-and-Click-artige, lineare Erzählung handelt, die eben von Minispielen unterbrochen wird. Aber mit einem WarioWare-Klon habe ich weiß Gott nicht gerechnet. Vor jedem Minispiel bekommen wir die Möglichkeit, einen Punktemultiplikator freizuschalten und bekommen von Falthauser eine ganz kurze Anweisung. Lassen Sie Ihrer künstlerischen Kreativität freien Lauf, aber bitte keinen Schweinskram. Soweit so super, aber die Qualität der Minispiele variiert von uninspiriert bis dämlich unspielbar. Sicher hat es nicht geholfen, dass ich auf meinem 1440p Monitor einen relativ großen Bereich hatte, in den ich nicht klicken durfte, weil sonst das Spiel minimiert wurde, aber auch wenn alles funktioniert hat wie geplant, war ich durchweg unterwältigt. Übrigens handelt es sich bei den Screenshots natürlich auch einfach um etwas irreführende Bilder. Die Spiele sind nämlich nicht mehr als sehr kurze, vorgerenderte Sequenzen, die nicht viel ansehnlicher sind als GIFs. Die Inputs erfolgen manchmal per Maus, manchmal per Tastatur, sind aber nie komplizierter als ein richtiges Timing eines Tastendrucks, dem Hämmern einer Taste oder ein schnelles Umherwischen mit der Maus. Der Multiplayer ist übrigens eine Hot-Seat-Version des Singleplayers. Ich hatte mir da Variationen der Spiele für mehrere Spieler erhofft, aber leider nein. Ich gebe auch zu, dass ich einige Spiele erst beim 3. oder 4. Mal verstanden habe. Was ich allerdings nicht verstanden habe, ist, warum meine falsche Antwort beim Schnellrechnen als richtig gegolten hat. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sehr schnell gerechnet. Nicht richtig, aber schnell. Außerdem begreife ich nicht, dass die Spielernamen, die man eingibt, gegen Emma, Gertrud und Karl Otto ersetzt werden, wenn sie ohnehin nicht vorgelesen werden. Das führt im Mehrspielermodus ja unter Umständen zu Verwirrung. Naja, fairnesshalber wird man sich schon merken können, ob man Spieler 1, 2, 3 oder 4 ist, aber trotzdem. Der Gag zündet, so gut er auch sein mag, halt nur ein oder vielleicht 2 Mal. Okay, zusammenfassend. Bisher ist Lissy vermutlich das beste Bully-Spiel, was ich gespielt habe. Oder zumindest auf einem ganz ähnlichen Niveau wie Traumschiff Periode 1. Es ist grundsätzlich spielbar und grundsätzlich eine gute Idee, aber leider nur mittelprächtig umgesetzt. Bully-Parade, der Spiel. Der Spiel, wie der Film. Lustig. Das hier ist übrigens natürlich nur ein Fake.
Das Spiel ist nämlich nur digital erhältlich. Um es einfach zu halten. Der Spiel ist mit Sicherheit der Port eines Handyspiels, auch wenn ich es im Play Store nicht mehr finden konnte. Auf der Steam-Seite steht auch, dass es sich um ein plattformübergreifendes Online-PvP-Spiel handelt. Und falls das doch nicht der Fall sein sollte, schämt euch. Schämt euch United Independent Entertainment. Und wenn ihr schon dabei seid, vielleicht auch für ein paar eurer anderen Spiele. Der Spiel ist ein Runner mit Charakteren aus der Bully-Parade. In der Steam-Beschreibung steht zwar Jump and Run und das ist irgendwie sicherlich auch technisch richtig, aber es ist eben ein Spiel wie Temple Run oder Subway Surfers. Nur nicht endlos, sondern im Wettbewerb mit drei anderen Spielern. Theoretisch. Wenn es noch irgendwen gäbe, der oder die das Spiel spielen würde. Stattdessen wurde ich grundsätzlich gegen Bots ins Rennen geschickt. Zu erkennen daran, dass nach einem Rennen immer ein paar Sekunden nach Spielern gesucht wird und man dann gegen Leute spielt, die zufällig so heißen wie die Charaktere, die sie spielen. Das Konzept ist mal wieder sehr schnell erklärt. Man läuft vorwärts und weicht Hindernissen aus. Man kann springen, rutschen und sich nach links und rechts bewegen. Immerhin nicht so statisch wie bei Shoot's Manitou, aber die Hindernisse scheinen trotzdem nur entweder links, rechts oder mittig aufzutauchen. Außerdem kann man auf dem Weg noch Power-Ups einsammeln. Also konkret entweder einen Magneten, der Münzen anzieht, oder einen Boost, der einen schneller werden lässt. Man kann seine Kontrahenten auch schubsen oder schlagen und sie so kurzzeitig langsamer machen. Die Umgebungen, durch die wir rennen, sind relativ abwechslungsreich. So laufen wir durch New York, die Wüste oder den Planeten der Frauen. Okay, so abwechslungsreich ist es dann doch wieder nicht. Ein Run dauert in der Regel etwas weniger als 60 Sekunden und damit zieht es sich zumindest nicht unnötig in die Länge und man kommt schnell wieder ins Spielgeschehen, auch wenn man mal einen suboptimalen Lauf hatte. Dank meines Investments in die Steam-Version habe ich auch Zugriff auf 1250 Diamanten bekommen, von denen ich mir so ziemlich jede Variation jedes Charakters kaufen konnte. Ich bin übrigens gespannt, wann Jens und Jörg Kasirske, die Kaiserin und der Kaiser, verfügbar sein werden. Also laut Spiel ja bald. Kaiser und Kaiserin wurden ja in der Shop-Beschreibung sogar schon angekündigt. Also Spiel und Film kamen 2017 raus und der Spiel kostet noch immer 5 Euro bei Steam. Ich habe es zwar mal irgendwann in einem Sale für 99 Cent bekommen, aber theoretisch könnte auch dieses Spiel heute immer noch irgendwen 5 Euro kosten. Das entspricht 2,5 mal Froggy. Immerhin ist das Spiel spielbar, aber es konnte mich nicht mehr als 30 Minuten fesseln. Um nicht zu sagen, wenn ich Bully Parade drauf gestanden hätte und ich an diesem Video gearbeitet hätte, hätte es mich nicht für 2 Minuten faszinieren können. Fairness halber, wenn das Spiel 2012 rausgekommen wäre, hätte es vermutlich trotzdem niemanden interessiert. Gut, das wären dann alle Spiele, die zu Michael Bulli-Herbig-Filmen erschienen sind, von denen ich weiß. Und ich muss zugeben, auf einmal wirkt Traumschiff gar nicht mehr so verkehrt. Ich hätte mir rückblickend gewünscht, dass man bei der Point-and-Click-Formel geblieben wäre, auch wenn ich natürlich ein Fan von Lissy, dem Kaiserschmarrn zum Film, bin. Point-and-Clicks hätten halt meiner Meinung nach besser zu diesen linearen Erzählungen aus dem Film gepasst und die Welten von Huibu oder Lissy noch erweitern können. Gleichzeitig wäre die Produktion vermutlich deutlich aufwendiger gewesen. Insgesamt ist ja keines der Spiele aus diesem Video mehr als eine bloße Variation von einem bereits bekannten Konzept, über das man Artworks und Voiceclips gelegt hat. Eben nicht mehr als typische Lizenz-Shovelware, abgesehen von Lissy. Außer MacPixel kenne ich kein anderes PC-Spiel, das einen ähnlichen Ansatz hat. Abschließend möchte ich mich wie immer für euer Feedback, eure Kommentare, Likes und Abonnements bedanken. Die nächsten beiden Hauptvideos sind bereits in Arbeit. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr euch meine bereits erschienenen Videos anschauen würdet. Oder sie jemandem empfehlen würdet, dem sie gefallen könnten. So, an dieser Stelle genug gebettelt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.